heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Es sind wieder die zwei Fashion-Kaspare, die gar keine Ahnung haben von Mode, Bekleidung oder sonstigen Dingen. Mit dabei ist leider auch wieder der Kilian Jonas. Ich habe versucht, das Format alleine aufzunehmen. Es funktioniert nicht. Es ist halt nur halb so witzig tatsächlich. Das musst du dir mal lassen. Ja. Echt ein ergänzender Part an diesem Stück, weil du halt einfach Ahnung hast zur Mode. Sagen die Leute. Was aber nicht stimmt. Ganz genau. Richtig. Leute, wir haben heute das 30.000 Euro High-Fashion-Designer-Outfit. Wie viel Euro ist dein Outfit wert? Street-Umfrage von Mahan, so meine gespannt. Freunde. Ich bin gespannt. Mahan, Ehrenmann, Alter, ohne Spaß. Ich lasse mir hier Mahan tätowieren, ey. Lass ihn mal nicht so, heirate ihn doch, Digga. Was ist denn mit wir dir? Haben komm mal runter. Mann, nochmal vielen Dank dafür, dass du unsere Content-Snitch geworden bist. Das würde ich auf jeden Fall immer auspressen können. Aber es kommt dir, glaube ich, auch zugute. Ehrenmann auf jeden Fall, Leute. Schaut auf jeden Fall mal bei Mahan vorbei. Wir haben quasi eine Kollaboration entwickelt, ohne dass der Typ Bescheid wusste. Ich habe noch nie mit ihm geschrieben. Ich auch nicht. Dir. Aber trotzdem geil, dass das so funktioniert. Er verlinkt auch immer auf Instagram, aber folgt mir nicht. Bro, folgt mir mal auf Instagram rein. Was ist mit dir? Leute, wir beginnen jetzt einfach dieses Video. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist dieses Format wirklich schon eine Sache, wo ich mir denke, okay, normalerweise könnte man es sein lassen. Erstens schreit ihr alle immer wieder danach. Und zweitens ist es halt so einfach für mich aufgenommen, dass ich mir gar keine Mühe bei diesem Video geben muss. Von daher passt das. Also Leute, fangen wir einfach an mit diesem wunderschönen Video. In diesem Video. Habe ich in Louboutin Store gekauft, in Berlin. Ein T-Shirt von Philipp Mahan. Mein liebstes Stück, meine Day-Date. Der läuft in sein Gesicht. Jo, tschüss! Ja, nice. Einfach mal den Drogendealer um die Ecke. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall Bankkaufmann, weil er ich so glaube, viel Geld dabei wahrscheinlich, hat. Er wird wahrscheinlich nichts Illegales machen, nein, oder? Auf gar keinen Fall. So viel Bargeld trägt jeder gute Bankkaufmann mit sich. Ja, muss man. Ein bisschen Kleingeld dabei. Aber so, wie viel Euro ist dein Outfit wert? Ja, ich habe noch 3000 Euro in Bar dabei. Können wir das oben drauf? Können wir das unser? Was geht, Leute? Mein Name was ist geht Mahan. Ja, Kilian, was ist denn dein Outfit heute wert? Hose sieht aus wie Primark. Ich schwöre dir, ich bin heute, ganz kurz, das beste Beispiel. Mhm. Mein Outfit ist, glaube ich, vielleicht unter 50 Euro. Ich glaube, meins auch. Das T-Shirt hier, Jack & Jones, ein 10er. Diese Camo-Hose hier, ASOS, glaube ich, 29. Und Adiletten, die haben, glaube ich, 20 Euro gekostet. Okay, bei mir ist eine richtig billige Nike-Hose, ein T-Shirt, was ich vom Kollegen geschenkt bekommen habe und irgendwelche Adidas-Schuhe, von denen ich keine Ahnung, welche sind. Aber Digga, heute endlich mal kein Gucci unter deinem Tisch, deswegen ist können so. Wir auch unsere Outfits so. Deshalb, deshalb können wir heute auch ein bisschen bewerten wieder. Ja. Bequeme Schuhe, finde ich, geht fit. Okay. Zu mir. Mann, jetzt echt nichts für ungut, aber wir wollen das Format nicht wegen dir sehen, also, sondern wegen den Leuten, ne? Weißt. Dein T-Shirt von Philipp Klein. Was kostet sowas? Boah. 500 Euro. 10, ich finde. Ja. Ich finde, Philipp Lein ist auf jeden Fall, der Typ hat es auf jeden Fall geschafft, der ist durch, ist cool, freut mich für ihn, gönne ich ihm. Aber ich finde, Philipp Lein geht das Shirt, kennst du Roberto Gaisini? Absolut, Digga, von mit diesem Strassstein, ja, genau, richtig und schlimm. Ich finde, das ist so Ed Hardy, Style. Ja, so 2011, ja, genau. 2011, ganz weird, alles zusammengemixt, gefällt mir überhaupt einfach nicht, einfach nur zeigen halt, yo, ich hab Cash, ich kann Philipp Lein tragen, feier ich halt ja, gar ja, nicht. Ja, ist auch noch nicht geil kombiniert so, ne? Nee, halt einfach zusammengewürfelt, ja. Hauptsache teuer. Also, der typische Move bei jemandem, ey Bruder, du hast noch meinen Gürtel vergessen. Wie ich das so hasse, wie er sagt, ey, ich hab noch so einen Gürtel an, guck mal. Ganz ehrlich, Mahan, kannst du mir mal kurz in die Kommentare schreiben, machst du das wirklich so? Gehst du hin und sagst, okay Leute, jetzt wieder Aufruf, alle Trottel mit ganz viel gelben, teuren Klamotten, sammelt euch ungefähr an dem Platz, ich komme auf euch zu? Oder gehst du wirklich random in die Innenstadt und triffst diese Menschen? Würde mich auch mal interessieren. Falls ja, dann ist dieser Mensch auf jeden Fall die traurigste Gestalt, die ich jemals in meinem ganzen Leben kennenlernen muss. Es tut mir leid, Digga, dieses Outfit ist absolut dein Geld nicht wert. Würdest du dir für 10 Euro hättest du dir deutlich bessere Klamotten kaufen können, als den Scheiß, den du gerade anhast. Wirklich. Das war's. Oder hast du noch was an? Nee, ich denke, das war's. Okay. Hier der Outfit-Truck. Klar, die 7000 Euro Outfits, die kann man mal easy rocken, oder? Die ziehe ich ja auch regelmäßig an. Ich meine, hey Leute, wenn euer Outfit so viel wie ein Kleinwagen kostet, dann seid ihr auf jeden Fall ganz oben angekommen. Dann habt ihr es definitiv geschafft. Ich sehr viel Geld für Klamotten ausdenken. Aber na, warte mal ganz kurz noch an Mahan, Digga. Wenn du das nächste aufnimmst, dann denk einfach mal, wir haben das schon voll oft gesagt, frag doch die Leute mal, was sie arbeiten. Also, das würde mich einfach interessieren. Ist so. Sag mal, okay, und wo hast du das Geld her? Und wenn die Leute dann einfach weglaufen, dann weißt du, das ist geliehen, weil sie es gerade im Laden um die Ecke zurückgeben. Ja, genau. Warum? Wenn ich fragen darf. Weil es mir gefällt. Okay. Sie wollte auch ihr Outfit zeigen. Warte mal ganz kurz, was hat sie da? Was? Okay. So, man sieht hier auf jeden Fall eine Hose von Zara, 15 Euro. Dann hier den Supreme X Roberto Gaisini Rucksack, 9000 Euro. Dann haben wir hier eine Ray-Ban Brille. Dann haben wir hier tatsächlich auch noch Extensions drin. Die sind von der Marke von Shirin David, die kosten 30.000 Euro. Dann haben wir hier einmal noch dieses weiße T-Shirt, das sieht man an dem Schnitt. Das ist auf jeden Fall auch von Roberto Gaisini X Canada Grey Goose. Kostet, glaube ich, 90.000. Und die Schuhe sind hier tatsächlich
Adidas Balenciaga Speedrunner 14, die sind ungefähr bei 80.000, also auf jeden Fall sieht das Outfit heute definitiv gewonnen. Aber wann kennst du dich so heftig in dem Game aus? Ich habe gerade einfach nur einen Namen vorgelesen, den du mir immer sagst. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, was soll das schon wieder? Warum ist der Typ noch in der Grundschule? Ja, warum guck ist mal seine Dieseluhr an, Big Daddy. Ich glaube, das ist ein cooles Outfit an. Passt farblich auf jeden Fall zusammen. Aber er hat ein bisschen gematcht, das stimmt. Ich meine, steht jetzt vielleicht keinem 10- oder 11-Jährigen, aber so an sich, ey, ja, warum nicht? Cooles Outfit, wie gesagt. Deine Schuhe, was sind das für Schuhe? Nike Air Huaraches. Aber die sind schon ein bisschen älter, die sind schon heftig gerockt. Ich finde seine Stopp. Die sind schon heftig gerockt, die Schuhe. Kilian, die Schuhe sind schon heftig gerockt. Ja. Rockst du das Outfit gerade oder nicht? Rockst du dich oder nicht? Ja, rockst du es gerade? Ich rock's gerade. Fühlst du den Rock? Ja, ich fühl den. Digga. Aber mal ganz kurz, alleine, ich bin jemand, ich achte ohne Spaß bei voll vielen Leuten auf die Körpersprache und auf die Körperhaltung. Und ich finde, bei ihm merkt man extrem stark. Ist es so unangenehm. Ihm ist es unangenehm. Die Arme weit vom Körper weg und er wirkt so ein bisschen angespannt. Ja, und ich glaube, er fühlt sich gerade nicht wohl. Mach, lass die Leute in Ruhe, ohne Witz. Nein, das merkt ich halt einfach. Die Schuhe, was kosten die? Glaub, neu. 110. Deine Socken. 5 Euro Nike. 5 Euro Nike. Freshe Socken. Schau mal, er zupft sich auch die ganze Jeans Zeit rum. Er ist mega nervös. Ich weiß gar nicht die Marke, aber ich glaube, die hat 30 Euro oder so gekostet. Okay, cool. Ich meine, guck mal, er ist sau jung, Digga. Er ist sau jung. Da ist jeder nervös, Alter, wenn eine Kamera voll, die voll, ist. Voll. Vor allem, wenn Fashion Gone Mal am Polen steht, weißt du. Ja, aber... Ein T-Shirt von Acne Studios. Das hat 160. Und ich finde, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal was sagen darf, Leute, Acne ist für mich High Fashion, das ist keine Street Fashion, das ist für mich schon eine High Fashion Marke. Die machen sehr, sehr ausgefallene Stücke. Und ich habe auch selber tatsächlich eine Acne Jacke, die wirklich sehr teuer gewesen ist. Boah, die hast du ein Ding gekauft. Weil ich die in New York geholt habe, Leute. Und da muss ich auch offen drüber sprechen. Die hat, glaube ich, auch $600 oder sowas gekostet. Muss aber dazu sagen, dass diese Jacke mir einfach, weil sie so ausgefallen war, so gut gefallen hat. Das ist eine Sache, die kauft man sich einmal. Und das finde ich bei dem Shirt jetzt auch ein Stück weit vertretbar, wenn man das Geld hat. Das ist nicht wie ein Supreme-Shirt, wo einfach drauf ist Supreme, ich habe Geld, sondern das ist halt irgendwo ein Kleidungsstück, was vom Schnitt und vom ganzen Äußeren halt, das macht was her. Du darfst aber auch nicht vergessen, wie alt er ist. Ja, so. Ja, und ich bin halt kein, ich bin Fan davon, wenn das jemand so trägt wie er. Ich finde es cool, dass er nicht eine teure kurze richtig, Hose genau, hat, coole genau, Schuhe. Genau. Aber, Alter, wenn mein kleiner Bruder, meine gut, kleine Schwester mit 12 Jahren so viel Geld das ausgeben stimmt, würde. Ja, also, mein... Was kann man da für Nebenjobs machen? Ich helfe meinem Vater und so und dann... Du bist dein Vater? Und der bezahlt dich dann. Ja. Okay. Ja. Aber ey, wenn er dafür arbeitet, wenn das dann wirklich so cool, sein sollte, ist doch cool, nice. Ey. Ganz ehrlich, wenn er 12 ist und schon eigenes Geld verdient und das dafür ausgeben möchte, Bruder, du brauchst mit 12 kein Geld eigentlich, dann gibst von mir es dafür aus. Nee. Oder du legst halt zurück und investierst in Bitcoin und verlierst alles. Aber viele auch vergessen auch dann, ey, wenn du 18 bist, Bro, es kommt ein Auto auf dich zu, es kommt ein Führerschein auf dich zu. Aber da kannst du ja beim Papa dann arbeiten. Geht ja auch. Okay, was haben wir hier? Was ist das denn? Okay, stopp, ich kotze gleich, Alter. Warte, fang mal von Anfang an. Doch. Weißt du, was das für Schuhe sind? Nein, aber ich kann dir ganz kurz beantworten, welche Schuhe das sind. Und zwar sind das die hässlichsten Schuhe, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe, Digga. Die sehen aus, als hättest du Robert Geiss mit Goldmalfarbe, Strassstein und irgendeinem weißen Converse-Schuh allein in den Raum gesetzt und er hat gesagt, Robert, mal mal den Schuh an und der kommt dann damit wieder. Er ist doch geil, oder? Ist doch geil, Alter, ist doch geil. Genau so sieht dieser Schuh aus, Digga. Und ich bin mir sicher, dass ein Tritt in die Nüsse mit diesen Schuhen extrem wehtut. Und ich glaube, das ist auch das Ritual, dass du diese Schuh kaufen kannst, du musst dir damit erstmal zwischen die Beine treten lassen. Und wenn du diesen Schmerz handeln kannst und es ein bisschen geil findest, dann kaufst du diesen Schuh. Was kostet der Kilian? Sag's mir einfach. Er hat gerade gesagt 1000. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Special Edition ist. Den bekommst du bei Apropos hier in Köln, glaube ich, für 600 oder so. In einer schlichten Farbe schwarz oder weiß oder so. Das Ding ist, das sind Christian Louboutin. Das sind diese Frauenschuhe, diese High Heels, wo die Weiber alle drauf geiern mit dieser roten Sohle, weißt du? Und das ist halt ein Männer-Sneaker davon. Er hat auch eine rote Sohle. Ich finde den aber abgrundtief hässlich. Ich feiere das nicht. Wie du sagst, Roberto Gaisini trifft Philipp Klein oder so. Ja, ist so, ist so. Und dann irgend noch irgendeinen Autisten mit einem Wasserfarbtasten und irgendwo bombengekippte Strasssteine mit Heißkleber, so, Digga. So ungefähr. Und was bewegt dich für den Schuh 1000 Euro zu zahlen? Weil das ist ja nicht schon eine große Summe, weißt du? Du kannst mit dem Geld 10 Nike-Schuhe kaufen. Das ist doch Schuh, den wollte ich schon immer haben. Okay. Sei der Kleine, sei der Kleine. Kam vor 2 Wochen raus, ich wollte ihn schon haben, seit ich 8 bin. Erst, sag ich mal, damals mit 5 hat er gesagt, Mama, irgendwann will ich diesen Schuh haben, der so abgrundtief hässlich ist wie kein anderer. Und seine Mutter hat gesagt, Schatz, wir legen dir jetzt ein Sparbuch an, sparen dafür. Das hat geklappt. Verfolgt eure Träume, Leute, verfolgt eure Träume. Der Mann hat's geschafft. Cap, 230. 230. Man fängt gleich an. Ja, tatsächlich. Küsst euch doch mal. Ja, Digga. Das ist auch so ein Schlüssel. Tür, ja, 220.
den Sinn muss mir jetzt mal jemand von euch erklären in den Kommentaren. Ich habe das schon voll oft auch bei Fußballern gesehen, die hier mit so einem Louis Vuitton Schlüsseletui an ihrer Hose rumrennen. Jungs, ganz kurz, wusstet ihr, dass man tatsächlich manche Hosen, aber abgesehen von meiner, die haben Taschen, da kann man einfach alles reintun. Ja, genau. Da muss man das nicht draußen rumhängen lassen, weißt du? Ja, habe ich das auch gehört, das soll es gehen. Leute, schaut mal im Laden, ob ihr Hosen mit Taschen findet. Echt ein kranker Lifehack. Emre hat, glaube ich, auch schon ein Video drüber gemacht. Was arbeitest du, ich fragen darf? Manchmal bei meinem Vater im Autohaus helfe ich ihm. Dann noch so beim Sportladen vom Kollegen. Okay. Jetzt kommt der Bankkaufmann, Bruder. Geiles Outfit, ich fange mit deiner Cap an. Danke, Bruder. D-Squared Eigencap, 105, 110, irgendwie so. Okay, jetzt ganz ehrlich, so zum ganzen Look von dem Typen, es matcht voll zu ihm. Schaut aus wie Miami Yassin, Alter. Ja, genau, ich finde, er sieht aus wie so ein deutscher Trap-Rapper und ich finde das Outfit jetzt nicht partout hässlich. Muss ich erstmal sagen. Nee, nee. So, es ist cool abgestimmt, so, ne? Aber jetzt kommen wir zu den Preisen, da beiß ich mir wieder in die Hand. Wie kam es auf die Farbe? Habt ihr bei Amazon gesehen? Finde ich cool, passt voll zu ihm. Passt die Brille dazu, finde ich sau stark, wie aussieht so. Die Brille ist von Casal, die war knapp 400 Euro. Finde ich sau schön, die Brille, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Finde ich eine echt ausgefallene Brille. Casal und hat allgemein, Digga. 400 Euro für eine Brille, das ist gar nicht so viel, wenn man überlegt, wie viel Brillen normalerweise kosten. Ja, wir waren ja so. Ich habe mir auch eine geholt, Brillen sind dann einfach teuer, Leute, ja, ne, wenn sie ein schönes Design haben. Aber passt zu ihm voll. Ja, ja, also sieht gut aus, sieht gut aus. Dein T-Shirt, das ist richtig feier. T-Shirt, 350 bei Gucci. Ja, muss nicht sein, aber hat eine schöne Farbe, so muss man ihm lassen. Das T-Shirt hat eine schöne Farbe. War 1200 Euro. Da wird auch rumgemalt oder ist das so? Nee, nee, das ist so. Jeans, ganz normal, Zara, 40 Euro. Schöne oder so. Jeans, finde ich cool. 40 Euro. Schuhe waren auch günstig. Ich glaube 100, knapp 100, 110, irgendwie sowas. Schöne Schuhe auch. Dann, geil. Mein liebstes, was für ein Modell? Stück, meine Day-Date. Day-Date, das ist ein Präsident. Boah, auch in der Farbe, Digga. 28.000 Euro, Alter. Das ist die krasse Uhr, die wir jetzt gesehen haben bis jetzt, oder? Ja, komm mal her. Kostet neu 34.800. Ich habe die Gebrauch gekauft für 28.000. Sieht aber schön aus, muss man nicht sagen. Ja, die Uhr sieht schön aus. Sieht wirklich gut aus. Aber ich finde eher, ich schätze ihn jetzt mal so auf Mitte, Ende 20. Er kann sich den selber verdient haben. Er kann sich das auf jeden Fall safe verdient haben. Ja, ja. Er kann sich den Arsch aufgerissen haben. Ja, ja, man weiß es halt nicht so. Aber ich finde es halt, wenn ich dann wirklich einen 16-, 15-, 16-Jährigen sehe, ja, der dann kurz, das auch noch gerade Apo Red zu sehen, der neidisch vorbeiläuft. Bro, wie kannst du dir das leisten? Okay. Ich bin selbstständig. Siehst du? Bist selbstständig. Okay. Wie alt bist du? Ich bin 24. Krass. Was machst du, mich fragen nach? Darf ich aus steuerrechtlichen Gründen leider nicht sagen. Okay, alles klar. Ja, Leute, was soll ich sagen? Da ist wieder der Unterschied, keine Ahnung, selbst wenn es ein 30.000 Euro Outfit ist, der Typ ist was älter, wenn er sich selbstständig erarbeitet hat, dann gönne ich es ihm. Wenn er das Geld dafür ausgeben möchte, dann gönne ich es ihm. Ich finde, eine 30.000 Euro Uhr muss nicht sein. Die Uhr sieht schön aus, ich würde mir aber trotzdem keine holen, weil sie ja 30k kostet. Für 30k kann ich mir halt auch den Sack vergolden lassen oder so. Das würde ich halt viel eher machen. Aber ich denke mal, beim letzten Typen kann man sich auf jeden Fall denken, wie er sein Geld verdient, sonst würde er es sagen. Deswegen nehmt euch das auf jeden Fall nicht als Beispiel. Weiß also, man nicht, weiß man nicht. Vielleicht man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch Autos verkauft im Internet. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich stelle jetzt keine Anschuldigung, Kilian. Du hältst jetzt das Maul. Es gibt noch ein wunderschönes Video bei Kilian zu sehen, meine Freunde. Schaut es euch einfach mal an und damit sind wir raus. Link in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!